Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir die Quest von der Hexe Rani hier oben übernommen. Ups, wo geht's hoch? Da hoch. Und ich habe noch am Ende des Videos gesucht, aber nichts gefunden. Also das einzige Hinweis, den ich habe, dass ich ihn am Brunnen treffen soll. Das klappt jetzt aber nicht. Aber ich teleportiere mich mal trotzdem wieder dahin. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir ihn da unten irgendwo finden. Kann ja gut sein, dass er irgendwo versteckt ist auch. Man weiß es nicht. Aber ich habe ja auch nur direkt am Startpunkt geguckt. Vielleicht muss ich einfach mal rumreiten und schauen. Weil was anderes weiß ich. Ich habe jetzt oben bin ich noch mal offline ein bisschen rumgeritten und habe geguckt, aber ich habe oben wirklich nichts gefunden. Und hier unten kann man ja eigentlich ganz gut reiten auch. Deswegen lass uns hier mal längs gehen. Wir waren ja schon mal hier unten, also das heißt, wir kennen das eigentlich alles hier. Kann uns so ein bisschen egal sein, das Ganze. So, reiten wir mal zum nächsten Punkt. Okay, noch ein paar Gegner. Frage mich gerade, warum ich überhaupt reite. Ich habe doch diese Fokusdinger. Die gehe ich doch lieber dahin. Mach ich so. Wir können ja alle Punkte mal abgehen. Vielleicht ist er ja irgendwo unten drin. Vielleicht ist er auch oben beim Boss, wo wir den Boss besiegt hatten. Kann ja auch gut sein. Wir schauen mal. Hier waren wir ja schon. Dann will ich das Pferd rufen. Dann suchen wir mal ein bisschen. Also vielleicht ist er hier oben, da wo wir den Dings gefunden hatten, den ersten Boss, könnt ihr euch erinnern? So. Ja, hier ist er nicht. Ich sehe nichts. Okay. Da geht es immer noch runter. Wollen wir nicht hin? Ja, dann müssen wir das ganze Gebiet mal abreiten. Wir fangen mal hier an der Küste an und reiten dann hier mal weiter. Müssen wir aufpassen, dass nicht so viele Gegner kommen und uns abschießen hier. Oh! So. Da steht jemand. Ist das ein Gegner? Nee. Okay. Gut, das ist er doch. Dann reden wir mit ihm. Ah. Good to see you. Apologies, mate. But I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me. But I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Celebes. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. Okay, also müssen wir nochmal zurück zu... Ja. Mal weiter, vielleicht gehen die ja weg von mir so ein bisschen. Nicht unbedingt im Kampfmodus bin. Aber anscheinend bin ich hier im Kampfmodus. Okay, dann müssen wir zum nächsten. Denn hier vorne ist ja auch noch eine Teleportstelle. Dann gehen wir da mal schnell hin. Oder reiten wir da mal hin. Dann sind wir aus dem Kampf raus. Dann können wir mal reisen. Gut, und dann reisen wir zurück zu Servilus. Das ist ja der Typ hier oben. Da ist Ranis Turm. Ja, okay, dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht weiß der ja was und kann uns irgendwie helfen. Keine Ahnung. So, dann müssen wir wieder raus hier, ne? Da geht's raus, da geht's raus. Kann ich auch schon mein Pferd benutzen hier? Gut, dann gehen wir hier raus. Wo war der Turm von ihm nochmal? Hier drüben irgendwo, ne? Da ist der Turm von ihm, da müssen wir erstmal wieder runter. Auch ein blödes Gelände hier. Kann ich auch nicht einfach runterspringen, dann sterbe ich ja sofort. Ja,
Gut. Fragen wir ihn, ob er irgendwas weiß und uns helfen kann mit Blade. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Ah, guck mal, nach Nokron fragen, okay. Well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Okay, also müssen wir Magierin Selin finden in Limgrave. Müssen wir gucken, Limgrave ist ja hier unten, ne? Boah, da können wir natürlich nach Ewigkeiten nach irgendwas suchen. Südseite ist, oh, wo kann die? Die kann ja überall hier sein. Ich guck mal, ich gebe mal die Pinsel ab, die wir gemacht haben. Vielleicht ist da irgendwas. Ich weiß nicht mehr, ob wir da irgendwas gefunden haben. Ruinen eines Wegpunkts. Ruinen im Nebelwald. Hütte des Künstlers. Dritte Kirche bei Marika. Da auf jeden Fall nicht. Hier ist nochmal was. Ruinen vor dem Tor. Nordseite des Agils. Also hier haben wir, hier würde ich eher behaupten, dass sie hier irgendwo ist, weil hier haben wir keine anderen Wegpunkte mehr dazwischen. Hier haben wir ja schon alles aufgedeckt, aber Hainhöhle, Sturm. Okay, wir portieren uns mal hier hin, das klingt nämlich ganz gut, Hütte des Künstlers. Irgendwo war, saß mal schon so eine Tante, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß nicht mehr wo. Wir reiten aber die Sachen ab da, also querfeld ein. Gucken wir, ob wir was finden. Wer war denn hier? Ne, das ist nur das Bild, ne? Okay. So, dann wollen wir mal. Pass auf, ich will als erstes reiten wir mal hier hin. 5. Dann vielleicht zum Punkt hier. Hier ist auch noch so ein Punkt. Hier gibt's Ruinen Nebelwald. Weiß ich nicht. Dann haben wir, was haben wir hier? Okay, hier haben wir auch noch einen, Ruinen des Wegpunkts, nehmen wir auch. Und hier sind auch noch ein paar Hütten, da gehen wir auch noch hin. So, die reiten wir jetzt einfach ab. Also 5. Ah ne, okay, fangen wir an. 5, 1, 2, 3. Okay, die anderen Punkte, man kann nur 5 setzen. Okay. Soll uns recht sein, erstmal zu 5. Okay, das ist der Quader hier. Das sieht nicht nach irgendwas aus. Den können wir wieder rausnehmen gleich. Denn die Quader habe ich zu Beginn meiner Serie, der Serie hier mal sehr deutlich durchsucht und da haben wir nichts gefunden. Das heißt, den können wir wegnehmen. Der ist auch weg jetzt, so gut. Da unten sind ein paar Gegner. Dann nehmen wir jetzt mal eins in Angriff. Hier ist eins, hier ist der Wegpunkt, ne? Okay, hier ist gar nichts. Außer dass der Ritter da kommt. Dann gehen wir zu 2. Das ist das Ding da unten. Das wird es auch nicht sein. Dann gehen wir zu 3. Halt! Ja, gleich mitnehmen das Ding, ne? Oh, da sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Schon aufpassen. Hier haben wir wieder Ruinen. Wir können mal Ruinen nochmal durchgehen. Ruinen eines Wegpunktes. Müssen wir kurz mal angucken, die Ruinen. Sie sahen nichts aus hier, aber... Ich kann hier mal meine Wölfe rufen. Aber das ist wahrscheinlich für die Gegner da. Oh, Gift. Warten wir mal kurz. Töpfe. Oh. Okay, okay. Ja, ja, okay, okay.
nehmen wir alles mal mit hier. Die Soldaten, können die nicht platt machen? Ja, doch, ne? Oh, okay. Gut. Wir haben zwar keine Hexe gefunden, aber wir haben ein paar Sachen gefunden, das ist ja auch nicht verkehrt. Goldene Rune, perfekt. Hm. Ich gehe die Ruine mal durch hier, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube nicht. Ich würde sagen, hier ist nichts. Welche Punkte haben wir noch? Lass mal auf die Karte gehen und gucken. So, da unten den Quader haben wir noch. Ist hier noch irgendwas? Hier unten waldmäßig können wir auch noch mal gucken. Hier ist auch noch was. Da können wir auch noch mal hingehen. Klicken wir mal hier drauf. Und ich würde sagen, hier gehen wir auch noch mal hin. Das wären so für mich die Sachen. Gut, also gehen wir dahin, dahin, dahin. Also, was haben wir hier? 4, 2, ist noch irgendwas, wo wir hingehen können? Hier vielleicht auch noch, ne? Lass uns den Punkt einfach mal da auch hinsetzen. Weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber wir machen es einfach mal. Fangen wir mal hier ganz in der Außen an wahrscheinlich, ne? Aber die können wir weg, die können weg hier wieder, die. Okay, los geht's. In diese Richtung. Oh, hier sind noch ein paar. Habe ich die alle eingesammelt hier? Gucken wir mal lieber. Alle mal eingesammelt, schade. Ist ja ab und zu ganz nett zu wissen. Da fliegt irgendwas rum in der Luft. Halt! Stehen. Da braucht uns das nicht so viel, ne? In die Richtung. Ah, nee, ist verkehrt. Hier geht's ab und hier ist links. So. Oh. Mein Gott, das sind aber auch viele hier. Das sind Gegner, das sind Gegner, okay. Also welchen nehmen wir als erstes an Angriff? Wir nehmen als erstes hier? Ne, erst den, wir erst den hier, ne? Oder sollen wir erst hier rüberreiten? Erst rüberreiten, das macht vielleicht mehr Sinn. Oh. Oh, hier sind ein paar Gegner. Da liegt aber auch was. Noch mit, was da liegt. Hier ist das Schwelen der Schmetterlinge, okay. Noch mehr Gegner? Ein stärkerer. Weil wir müssen aufpassen. Ich wollte nicht so viel kämpfen gegen die Schildkröten. Gut,
Jetzt reiten wir hier zu dem Punkt. Das ist 1. Da reiten wir als erstes hin. Dann hier, dann hier. Sollte klappen, oder? Ja, die Richtung? Ja, dann muss ich noch drehen. Okay. Auch viele Wölfe, ne? So, mal gucken, mal diesen Quader hier. Der ist so auffällig groß, aber da ist nichts, ne? Wölfe. Gut, dann war das, welche Nummer war das jetzt? Hab ich wieder vergessen. 1. Ab zu 1. In die Richtung. Reiten wir mal dahin. Huch. Wie sind wir da runter hier? 1 ist da. Wie komme ich denn da runter? Ohne zu Tode zu hüpfen. Das ist schon ziemlich tief. Vielleicht einmal außen rum. Ist irgendwas in der Nähe, wo ich mich hinbiegen kann, teleportieren kann? Kann ich tatsächlich nicht, ne? Ah, das ist ärgerlich. Ja, dann lass uns erstmal hier hin zur 3. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Huch. Jetzt mal die Ruine. Hätte gedacht, dass es hier mehr gibt, aber dass hier einfach nur dieses. Weil das sieht ja wirklich aus, als ob es hier irgendwas gibt, ne? Aber es gibt hier gar nichts. Oh. Nicht mal was fallen gelassen, der Gute. Gut, wo war 3? Da. Da ist auch noch so ein riesen Quader da. Der uns jetzt so weiterbringt, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wir gehen mal, gucken uns das mal an. Oh, okay. Oh. Okay. Das war jetzt uncool. Ich dachte, ich könnte auch durchreiten und dann haut der mich um. Oh, 19.000, die müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Warum habe ich überhaupt kein Level aufgestiegen? Warum habe ich das nicht gekauft? Wenn das geht. Also für den Preis so. Wir finden nur unser Kram wiederbekommen hier. Das war zu viel, um das da liegen zu lassen. Scheiß. Wieder schnell links laufen, oder? Küste links. Nur zu 3 ist da. Schon an der Krabbe vorbei vielleicht. Die sich mal schnappt. Fleisch.
Okay, also hier über diesem Quader ist auch nichts. Oder dieses Riesending. Oder? Oh, hier liegt jemand. Nein! Oh! Das war richtig dumm. Dann gehen wir mal hoch. Dumm gesprungen, aber das haben wir noch einen da, oder nicht? Natürlich tun wir das. Also, warte. Schlummernes Ei, okay. Da unten ist auf jeden Fall ein Dingspunkt. Das holen wir uns doch mal glatt. Perfekt. Also perfekt und perfekt, ne? Gut, aber ich kann davon ausgehen, ist es nicht. Was haben wir noch? 4. Ja, dann reiten wir zu 4 jetzt. Weil jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter gerade. Was ein Dritter gegen. Ja. Mischen uns mal nicht ein, sollen sich gegenseitig fertig machen. Da ist ein Leuchter, das hatten wir schon. Okay. Also mal hier längs reiten, weil ich glaube, wir müssen ja irgendwo runter. Das macht, glaube ich, Sinn, hier längs zu gehen. Aber hier geht es wieder hoch, ne? Ja, ein bisschen dumm. Gucken wir kurz hier runter. Ob ich hier irgendwie runterkomme, ohne zu sterben. Ah, es geht. Wir wollen zu 4. 4 ist da hinten. Suchen wir die ganze Zeit rum hier, um diese blöde Hexe zu finden. Oder Zauberin. Schimmersteinmagier, wenn ich sie, ne? Wie ist 4 verloren? Warum ist 4 in die Richtung jetzt? Bin ich so weit abgekommen? Anscheinend. Ach, sind wir wieder hier, okay. Na gut, müssen wir nochmal hier links drauf. Ein bisschen. Ah, lass mich mal in Ruhe. Hey, jetzt bin ich jetzt hier voll, hab mich voll verranzt. Warte mal, nochmal. 4 ist da. War doch richtig meine Richtung eigentlich. Okay. Okay. Da unten ist ein Zauberer. Es muss doch hier sein. Runter. Müssen wir schnell weg von den Typen da. Hier mal. Großer Degen, okay. Ich muss da hoch und den Typen killen. Bin ich gleich tot hier.
übrigens auch noch einer, den holen wir uns auch noch. Wie komme ich da hoch, ist die Frage, ne? Wahrscheinlich nur so. Okay, den haben wir auch abgegrast. Hier sind es. So, die Sklaven, die hier arbeiten, sind auch alle tot jetzt. Ja, aber trotzdem ist es immer noch nicht hier. Was haben wir denn noch auf dem Schirm? Wir haben hier jetzt noch die 2 und die 1. Dann lass uns da nochmal hin. Ach, das ist wieder ein langer Weg diesmal. 1 und 2 in diese Richtung. Okay. Sieht aus wie eine Burg da hinten. Das kann natürlich gut sein, dass die Tante sich da irgendwo in so einer Burg verschanzt. Da geht's runter, da gehen wir mal hin. Ja, das ein bisschen Leben fehlte mir. Hier geht's einfach tief runter. Aber kann ich nicht. Ich konnte doch hier über diese Dinger da runterkommen. Ne? Das geht auch hier runter, oder? Waren wir gerade eben ja schon. Na, jetzt gehen wir am Strand längs. Haben wir die schon eingesammelt hier, die Sachen? Ja, haben wir schon, okay. Gut, dann geht's einmal unten am Strand längs. Das sieht allerdings nicht danach aus, ob das hier irgendwie ist. Abgesehen von dem ekligen Typ, der da rumkreucht und fleucht. Sieht's nicht danach aus, ob wir hier irgendwas finden. Naja, ich glaube, die beste Chance haben wir bei der Burg da oben. Da wird die wahrscheinlich drin hausen. Vielleicht. Hoffentlich. Ach, man weiß es nicht. Guck mal. Gibt es ja hier noch irgendwie so ein... Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es hier nicht noch irgendwie eine Stelle gibt, wo man Rast machen kann. Bestimmt. Ah, guck mal. Können wir noch mal kurz reden hier. Ja, ich kaufe mir ein paar Pfeile, kann ich gut gebrauchen von dir. Das ist mir schon viel. Aber vielleicht so... Oh, 100 Stück reichen erstmal. Jetzt sag mir mal, guter Mann, hier muss doch irgendwo, muss doch hier so ein Lagerfeuer sein, oder nicht? Ein Licht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keins ist. Das wäre verrückt. In der Nähe von ihm ist doch meistens immer irgendwas, oder? Da, nee. Ich stehe eine scheiß Nachricht. Da sitzt jemand. Da hinten. Hätte mich jetzt auch gewundert. Oder? So, und lass uns gleich mal uns hinsetzen auch. Vielleicht können wir uns auch noch verstärken. Ich weiß das gar nicht, ob wir noch ein Level hochgehen können. Ne, da fehlt uns ein bisschen was. Aber wir haben ja auch noch... Wir haben ja auch noch was im Inventar. Meine ich. Also wie viel, aber ein paar Runen haben wir doch bestimmt gesammelt, ne? Na, guck mal. Reicht noch nicht.
Oh, noch mehr benutzen können. Das aber vielleicht, ne? Reicht noch nicht. Schade. Die größere hier? Ich weiß nicht, wie viel mussten wir haben? Oh, ich habe gerade nicht darauf geachtet. Ich könnte mal kurz gucken. Okay, wir brauchen noch 2000 etwas. Joa, gucken wir noch mal nach. Wir haben noch eine Rune. Ich weiß nicht, was für die Größe das war. Jetzt sind wir beide. Ja, jetzt passt es doch. Perfekt. So, und dann steigen wir gleich mal auf hier. Und was nehmen wir? Die Stärke? Oder das? Nehmen wir die. Ja. So, und jetzt gehen wir da hoch zu dieser komischen Burg und besuchen diese Zauberin da. Ich hoffe, das ist die. Oder die ist da. Okay, da schießt jemand mit dem Bogen. Ist ja uncool. Anderer Weg. Losgehen hier. Komm mit. Ja. Oh. Ah, Ratten, okay. Sollen auch lieber die Hunde die Ratten platt machen. Ich hasse Ratten. Haben wir das schon mal erwähnt, dass wir Ratten hassen? Schnell hier hoch. Guck mal, wir haben alles erwischt. Handbuch des nomadischen Kriegers. Sehr gut. Ja, ihr seid mir die Liebsten, ihr Hunde. Oh. Gehen wir hier hoch, denke ich. Sprengstofffässer. Den an. Blutrose. Okay, müssen wir mal angucken, wofür die ist. Kommt Hunde. Okay, hier könnt ihr wahrscheinlich nicht mit. Ich hoffe, ihr verschwindet nicht gleich. Obwohl, ihr könnt ja keine Leiter klettern, ne? Das wäre ja auch albern. Wird auch albern aussehen, gebe ich zu.
Ah, die kommen einfach durch hoch. Was ist hier drin? Keine Hexe, was ist hier drin? Ach, cool, schau an, wir haben das zweite Medaillon gefunden. Jetzt haben wir beide Seiten, damit können wir den Fahrstuhl benutzen, wenn ihr euch erinnern könnt. Das ist natürlich cool, jetzt können wir auf jeden Fall da weiterkommen. Aber jetzt will ich auch erstmal diese blöde Tante da finden, damit wir da weiterkommen. Hier war sie leider nicht. Was mache ich denn da? Ich kann auch runterrutschen. Shit. Da liegt auch ein Riesentyp da unten. Ah, komm, hier ist noch was. Schmiedestein, okay. Hm, das ist ja jetzt ärgerlich. Ein bisschen. Kann ich mein Pferd rufen? Nee. Ach, blöd. Also ich hätte mir... Es ist cool, dass wir natürlich dieses Ding gefunden haben, weil wir es nicht mehr suchen müssen. Aber ich hätte mich mehr gefreut, wenn ich die Tante gefunden hätte. Aber naja, was soll's. Gut, lass mal raus hier. Blutrose. Für irgendwas muss hier gut sein, die Blutrose. Für was wissen wir noch nicht. Ah, hier finden wir noch so eine Perle. Hier, Quatsch, dann ein Ding. Eine goldene Saat, genau. Okay. Da ist noch ein Soldat. Warte mal. Gucken wir uns auch nochmal. Guten Tag. Naja, das ist natürlich schlecht. Keine Ahnung, wo wir hin können jetzt. Wir müssen gleich mal auf die Karte gucken und so ein paar Wegmarkierungen wieder machen. Weil, sonst wüsste ich wirklich nicht, wo wir hin können. Okay, dann lassen wir mal hier. Das haben wir alles gemacht. Ah, guck mal, das hier sieht hier so leer aus. Hier ist es doch garantiert irgendwie. Ich hab jetzt eine, hier könnte es auch sein, ne? Jetzt fahren wir da hin. Obwohl, es gibt ja auch andere Gebiete, die vielleicht leer sind. Mal gucken. Also ich werde nochmal hier hinreiten, zu der Ruine. Und werde nochmal gucken, ob wir hier irgendwie einen Punkt finden, wo wir... na, wie heißt das... Wo wir definitiv noch ein Lagerfeuer finden können, da bin ich mir ziemlich sicher. Das andere wäre jetzt merkwürdig. Da müssen wir hoch. Müssen wir halt die ganzen Spring-Sachen machen, da habe ich nicht so Bock drauf. Die greifen wir noch nicht an. Ich bin ziemlich sicher, dass wir die nicht so schnell schaffen. Hier ist Ruin des Wegpunkts. Pass auf, wir holen nochmal unsere Viecher raus. Das sah aus wie ein Geheimgang. Seht ihr das? Sieht doch aus wie so ein Geheimgang. Aber ist es gar nicht. Aber das hätte eins sein. Das sieht so aus. Vielleicht gibt es hier Geheimgang. Obwohl, wo soll ich hinführen, ne? Ach, guck mal. Ach, Quatsch. Hier geht es irgendwo runter. Okay. Runtergehen.
Okay, hier gibt es wahrscheinlich so einen Boss. Aber wir haben ja eigentlich alles. Außer Tiere. Na gut. Lass mal gucken. Weg mit dir. Gegner zu Fall gebracht. Aber hat das was gebracht? Na, zumindest hier so ein Wegpunkt, okay. Auch wieder keine Hexe oder Zauberin. Egal, ich kann hier irgendwas einsammeln? Wo bin ich denn gekommen? Von da oder von da? Ah, hier ist eine Tür, okay. Okay, noch ein Gegner. Oh nein, oh nein. Oh, oh. Mit der kann ich reden, okay. I wonder you should turn up here. I am Selen, her sorcerer. Na, ist sie okay. Why are you here? Ich möchte Zaubereien erlernen. A yen for glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Lass mich nur überlegen. I think that would be wise. We must choose our masters wisely. Warte mal. Das ist sie doch, aber kann ich denn nicht was sagen? Well? Ich möchte immer noch Zauberei lernen, okay. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glimstone Sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Ach komm, ich habe Empfehlung schreiben. Jetzt kann ich es zeigen. Oh, well, Celavis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family. And the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations. General Radahn. And in a crushing victory, arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement. And so too would Rani's destiny. Okay. Gut, dann können wir, aber ich will kurz gucken. You are a tadpole when it's so, to become a sword now. Was gibt's, was kann ich denn hier lernen bei ihr? Was ist das denn? Schimmerschein? Gefeuert magische Schimmerscheingeschosse ab. Verbessert die Chance des Schildes in der linken Hand. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Was brauche ich dafür? Da brauche ich Weisheit 12. Hm. Und hierfür brauche ich? Das klingt gar nicht so schlecht. Die lassen uns die mal merken, dass wir nochmal hier zurückkommen, wenn es soweit ist. Aber jetzt. Einmal rasten. Und dann müssen wir jetzt mal zu dem Zauberer wieder hin, ne? Oder? War nicht Turm. Gut, dann reiten wir nochmal zu dem Typen. Reden mit ihm. Gucken, was passiert. Oh, das wird wieder eine lange Folge, ich merke das schon. Vielleicht machen wir auch gleich mal eine Pause. Mal gucken. Schön mit dem Pferd jetzt mal alles kaputt machen. Runterspringen und zu sterben? Ne, aber ein bisschen Leben verloren. Egal. So. I have no time for idle. The only thing I will hear from you. Are we understood? I have enough.
Okay, dann muss ich wahrscheinlich eher mit dem Typen unten reden. Hier. Müssen wahrscheinlich eher mit ihm reden, nochmal. Wenn es was bringt, weiß man natürlich nicht. Aber mit dem anderen, mit ihm, also er sagt mir ja nichts, also muss es ja der hier sein. Wollen wir mal hinreiten? Das Dumme ist immer, dass es so viele Gegner sind immer. Und dass er da hinten steht und da ist leider auch kein anderes Teil, was ich da mal kurz hochnehmen kann. Wir werden aber an allen vorbei, reden wir mit dem und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Check on something. Leave this place to me. If either of us learn, then ah, we tell the other. Right? Hä, auch nicht? Ah, what news? Ah, da erzählt von Seelen. So Rani's fate is kept in stasis by Star's curse for Dawn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds. Südrand der Wildnis von Caelid. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who's once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence. But I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn then. You're coming too, right? I'll meet you at Redmain Castle. Schloss Rotmähne in Caelid. You're coming too, right? I'll meet you at Redmain. The way ahead is pleasing me. Okay. Klar komm ich. Boah, hab ich mal runtergesprungen. Warum meine ich irgendwie kurz mal Schutz hier? Ja, Schutz und Schutz. Ich muss einfach nur da hinten hin zum Lager. Nein, nein! Oh! Gibt's doch gar nicht. Wie dumm kann man sein? Ja, wir wissen, wie wir wohin sollen. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.